Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video von GTA 5. Heute dachte ich mir mal, dass ich die 50 Raumschiffteile sammeln werde, die in der ganzen Welt verteilt sind. Wenn ihr die auch sammeln wollt, müsst ihr zunächst die Fremden Freaks Mission weit draußen bei Omega gestartet haben. Das ist nur eine Cutscene, die müsst ihr euch anschauen oder halt überspringen, völlig egal. Und erst dann ist man dazu in der Lage, diese Raumschiffteile einzusammeln. Die Mission bei Omega wird aber erst freigeschaltet, wenn ihr die Mission Fame or Shame gemacht habt. Das ist eine Hauptmission, ziemlich am Anfang. Das heißt, man kann relativ früh damit beginnen, die Teile zu sammeln. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann habt ihr hier ein grünes Fragezeichen. Und das ist dann halt die Mission weit draußen bei Omega. Und die könnt ihr nur mit Franklin starten. Ihr könnt die Raumschiffteile mit allen drei Charakteren sammeln. Aber die Mission müsst ihr auf jeden Fall mit Franklin machen. Starten. Und wenn man dann die 50 Teile gesammelt hat, dann wird nochmal eine weitere Mission bei Omega freigeschaltet und dazu kommen wir dann später. Das ist dann auch wieder eine Mission, die nur Franklin annehmen kann. Aber soweit sind wir noch nicht. So, wie werde ich das Video gestalten? Ganz einfach. Ich werde es so machen, dass ihr damit auch arbeiten könnt, dass es euch auch helfen kann, wenn ihr auch gerade am Sammeln seid. Und zwar werde ich immer auf der großen Karte so markieren, mit dieser Markierung hier. Mit der interessanten Ortmarkierung werde ich immer markieren, wo das Raumschiffteil sich befindet. Und anschließend sammle ich das natürlich mit euch auch noch gemeinsam ein. Sollte das Raumschiffteil etwas schwieriger versteckt sein als so gewöhnliche Teile, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal den Weg dorthin zeigen, sofern es nötig ist. Ich weiß es nämlich selber nicht und deswegen, das möchte ich auch ganz klarstellen, ich sammle die hier jetzt wirklich zum ersten Mal ein. Das heißt, mein Guide wird hier nicht so mega optimiert sein, wie ihr es vielleicht von anderen Leuten gewohnt seid. Ich habe es noch nie gemacht. Ich mache es hier zum ersten Mal und mache dann daraus gleich hier so ein Video, um euch vielleicht auch helfen zu können. Und genau, ist für die 100% erforderlich, müsst ihr auf jeden Fall machen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich schon mal mit dem ersten Raumschiffteil. Hier haben wir das beim Airport. Ich fange im Süden an und arbeite mich dann immer in Richtung Norden, habe ich mich jetzt so entschieden, damit ich hier in der Stadt erstmal alle einsammeln werde. Ich würde euch auch empfehlen, das automatische Speichern zu deaktivieren. Das schadet auf jeden Fall nicht, sonst wird man, denke ich, immer genervt mit, ob der Spielstand überschrieben werden soll. Ich fahre jetzt hier einfach mal drauf, kriege 3 Sterne. Ich weiß nicht, ob man das verhindern könnte, wenn man den Airport besitzen würde. Ist mir jetzt aber auch völlig Banane. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal quer über den Airport hier fahren. Und hinter diesem linken großen Gebäude ist dann das erste Raumschiffteil. So, und wenn ihr es gerade bemerkt habt, wundert euch bitte nicht, warum ich mit dem Controller spiele. Ich habe das ja schon öfters erwähnt, dass mein Mausrad so langsam den Geist aufgibt und es war einfach nicht mehr zu machen. Dann hätte ich nicht mal ranzoomen können, euch das genauer zeigen können. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wenn ich eh nur sammle, dann kann ich auch mit dem Controller spielen. Ist ja kein Ding. So, so sehen die Teile aus. Wie man auch hören kann, geben sie auch ein Geräusch von sich, also man kann sie auf jeden Fall wahrnehmen, auch akustisch. Hier ist das zweite Raumschiffteil und das befindet sich diesmal tatsächlich im Wasser. Das ist auch so eine Sache, die ich vorher gar nicht wusste im Vorfeld, dass sich die auch im Wasser befinden können, aber so ist es eben. Springen wir einmal hier rein und da haben wir das gute Stück. Fahren wir fort mit dem dritten Raumschiffteil. Das haben wir hier. Und dafür müssen wir jetzt so ein bisschen klettern. Deswegen zeige ich euch mal den Weg dort oben rauf. Also erstmal müssen wir ganz normal hier diese Treppen nehmen. So, und hier nochmal hoch. Genau. Noch mehr Treppen. Und noch mehr Treppen. Das dauert natürlich jetzt alles ein bisschen, aber ich möchte euch halt sowas halt, wie gesagt, auch ausführlich zeigen. Weil ich nicht einfach da oben drauf starten möchte, ohne euch gezeigt zu haben, wie man da überhaupt raufkommt. Dafür dauert es bei mir vielleicht ein Minütchen länger als bei anderen Guides, aber dafür könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass ihr das dann auch finden werdet. So, dann habt ihr hier dieses große Rohr. Da müsst ihr rauf. Und in der Mitte von diesem Rohr ist dann das Raumschiffteil. Genau hier.
Das Raumschiff Teil Nummer 4 hat es hierhin verschlagen. Und ja, einfach hier reingehen und auf der rechten Seite ist das Teil auch schon. Nun kommt das Raumschiff Teil Nummer 5 und das haben wir dort. Und ganz einfach hier einfach vor diesem, was ist das, Abwasserrohr oder so. Das sechste Raumschiffteil befindet sich unweit vom fünften. Und zwar hier auf der mittleren Insel. Und ja, ich schwimme da jetzt einfach mal gemütlich rüber. Könnte man natürlich auch alles mit dem Helikopter machen, wenn man ehrlich ist, aber ich weiß nicht. Ich mache sowas immer gerne zu Fuß oder halt mit dem Auto oder mit dem Motorrad. Aber es kann ja jeder so machen, wie er mag. So, da vorne haben wir das Teil. Ja, Franklin, alles klar. Södele, da haben wir das Raumschiff Teil Nummer 7. Und zwar hier in diesem offenen Container. Da kann man sich das achte Raumschiffteil ergattern und es ist auf dem Dach von einem Gebäude und wie man sehen kann, habe ich mittlerweile auch mal meine Maus ausgetauscht, ist jetzt 2 Tage später. Und das ist hier bei diesem Krankenhaus und dann muss man hier einfach nur die Leiter hochklettern. Man kann natürlich auch mit einem Heli drauf landen, aber ich will euch damit nur zeigen, dass das eben auch zu Fuß möglich ist. So, da ist dann nochmal eine Treppe, die nehmen wir dann natürlich auch nochmal. Und dann sind wir nämlich auch schon auf der richtigen Ebene. Und hier sind dann die Hubschrauber-Landeplätze. Und rechts daneben ist dann das Raumschiffteil. Das Raumschiffteil Nummer 9 kann man sich hier einstecken. Und das ist hier bei diesen Zelten, wo sich scheinbar einige Leute niedergelassen haben. Und dann ist das Raumschiffteil nämlich hinter dieser Couch dort vorne. Jetzt geht's weiter mit dem Raumschiffteil Nummer 10. Das haben wir hier. Das ist hier gegenüber von dieser Brücke. Und dann muss man hier einfach diese Leiter hochklettern, beziehungsweise die Leitern, weil jetzt kommt gleich nochmal eine. Und ganz da oben drauf liegt dann auch schon das Raumschiffteil. Dort befindet sich das Raumschiff Teil Nummer 11. Das ist auf dem Gelände von einem Filmstudio. Und ich habe es jetzt schon mehrfach versucht, auf das Gelände zu kommen, ohne Sterne zu bekommen. Jedoch ist mir das nicht gelungen bisher. Und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, aber ist auch nicht so schlimm, denn das sind nur 2 Sterne und vor 2 Sternen braucht man sich eigentlich nicht zu fürchten. Deswegen nehme ich hier einfach mal den Haupteingang. Und hier geht es dann rechts rein. Man muss nur aufpassen, dass man hier nicht abgeschossen wird. Kann sehr leicht passieren. Und hier ist dann diese Treppe, da müssen wir hoch. Und hier einmal die Mauer hochklettern und dahinter ist dann auch schon das Raumschiffteil. Weiter geht's mit dem 12. Raumschiffteil. Das befindet sich hier auf dem Golfplatz. Und jetzt hat man 2 Möglichkeiten, sich dieses Raumschiffteil zu ergattern. Die erste wäre hier einfach unbefugt auf den Golfplatz zu fahren oder drauf zu landen. Dann wird man Sterne bekommen. Oder aber man startet einfach ein Golfmatch. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich meine, 2 Sterne sind nicht so mega schlimm, aber wenn man sie vermeiden kann, dann vermeidet man sie doch am besten einfach mal. Okay, so. Let's go! Und jetzt können wir hier nämlich rumfahren, wie wir lustig sind. Und keiner wird irgendwas sagen. So, und da ist so eine kleine Mini-Insel und da drauf ist dann das Raumschiffteil.
Als nächstes ist das Raumschiff Teil Nummer 13 an der Reihe. Das befindet sich hier und es ist auf dem Dach von einem Gebäude. Und dieses Mal braucht ihr wirklich einen Helikopter. Denn ich habe jetzt keine Leiter oder ähnliches gesehen. Deswegen muss man damit irgendwas drauf landen. Und wenn ihr jetzt gerade keinen Helikopter habt, könnt ihr zum Beispiel hierhin, wenn ihr die Heli-Sprünge freigeschaltet habt, habt ihr diese Symbole auf der Karte, da gibt es immer einen Heli. Wenn ihr das nicht habt, dann habe ich euch hier unten mal schon mal markiert, hier beim Krankenhaus gibt es auch einen Heli zu holen. Ansonsten kann man ja auch mal beim Airport gucken oder so, irgendwo wird man schon einen Heli bekommen. Und ja, jetzt muss ich das Baby hier nur noch irgendwie halbwegs heile auf den Boden bringen. Ich hoffe, das gelingt mir, weil Franklin ist jetzt nicht wirklich der beste Pilot. Ich zudem auch nicht, keine gute Kombination, aber vielleicht geht es ja irgendwie halbwegs glimpflich aus hier. Optimalerweise natürlich so, dass ich hier gleich wieder runterkomme. Das ist doch halbwegs in Ordnung, würde ich sagen. Okay, dann hier rein in diesen, ich weiß nicht, ob das mal ein Swimmingpool war oder was auch immer. Auf jeden Fall ist hier das Raumschiffteil. Da ist das Raumschiffteil Nummer 14. Und bin jetzt hier mit dem Heli hingeflogen, weil ich den ja eh hatte. Und ja, dann ist das Raumschiffteil einfach hier auf dieser grünen Wiese. Ziemlich gut versteckt eigentlich, muss man sagen. Aber hier kommt man halt auch zu Fuß hin, nur zur Info. Falls ihr den Heli nicht mehr haben solltet, kein Problem. Es ist Zeit für das 15. Raumschiffteil und das ist mal wieder auf dem Dach eines Gebäudes und da braucht ihr auf jeden Fall einen Helikopter für. Also ich hoffe, ihr habt euren Heli noch, ansonsten wie gesagt, hier unten kann man einen bekommen oder wenn ihr das hier freigeschaltet habt, das hier, hier könnt ihr einen bekommen oder halt beim Airport oder sonst wo, überall gibt es Helikopter. Auf jeden Fall die Landung habe ich euch mal erspart, das war nämlich ein ziemliches Trauerspiel. Warum er jetzt da rechts aussteigt, weiß ich auch nicht, aber das bleibt wohl sein kleines Geheimnis. Aber egal, hier ist das Raumschiffteil. Nun ist es Zeit, sich das 16. Raumschiffteil zu krallen. Das ist nämlich hier oben. Wie ihr aber richtig gesehen habt schon, befinden wir uns gerade hier unten. Und das liegt daran, dass sich das Raumschiffteil im U-Bahn-Tunnel befindet, also unterirdisch ist. Und hier ist halt der Eingang zu diesem Tunnel. Und deswegen legen wir mal los. Fährt auch gerade eine U-Bahn an uns vorbei, wunderbar, so muss das sein. Und jetzt müssen wir eigentlich hier nur erstmal, ja, dem Tunnel so folgen, wie er halt verläuft. Das ist eigentlich super easy, aber man muss natürlich immer erstmal drauf kommen, dass sich das Raumschiffteil unterirdisch befindet. Von dem her würde ich schon sagen, das ist bisher das am besten versteckte Teil überhaupt. So, hier geht's auch nochmal weiter. Also im Prinzip einfach nur dem Tunnel folgen. Immer nur geradeaus fahren, bis man hier ankommt. Hier müssen wir einmal hoch. Und hier hinter ist dann das Raumschiffteil. Oh, ich bin gerade so froh, dass ich das wirklich gerade jetzt gefunden habe. Dachte, ich verfahre mich hier. Aber, wie gesagt, einfach nur geradeaus fahren. Hier befindet sich das Raumschiffteil Nummer 17. Und das ist hier in der Simmet Alley. Welcome to our world of fashion and retail. Das ist doch sehr einladender Spruch. Aber ich möchte nichts kaufen, ich möchte euch einfach nur eures Raumschiffteiles berauben. Dort befindet sich das Raumschiffteil Nummer 18. Und da hinten kann man es schon sehen. Und jetzt kann man hier entweder die Leitern runterklettern, ganz normal, oder wenn man zu den coolen Kids auf dem Schulhof gehören möchte, nimmt man eine kleine Abkürzung. Dann geht's noch einen Ticken schneller. Kommen wir nun zum Raumschiffteil Nummer 19. Das ist hier bei diesem See, beim Land Act Staudamm. Und dafür müssen wir ein wenig tauchen gehen. Hier bei dem Steg einfach ins Wasser springen. Und direkt darunter ist dann auch schon das Raumschiffteil. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht draufgehen werde, weil das Lungenvolumen mit Franklin ist hier nicht wirklich gut trainiert. Hat aber gereicht. Wunderbar. Nun ist das 20. Raumschiffteil an der Reihe. Und das ist immer noch hier in der Nähe von dem See. Nur diesmal befindet es sich hier vor diesem Rohr.
Und zum Glück vor dem Rohr und nicht in dem Rohr drin. Sonst wärst du ganz schön dreckig geworden. mir geht's gut. Hallo. Das Raumschiffteil Nr. 21 kann man hier ergaunern. Und dafür muss man einfach nur hier runtergehen und, ja. Da liegt es dann auch schon. So, das 22. Raumschiffteil wurde hier versteckt. Und dafür müssen wir hier ins Wasser springen. Und das hier ist so eine Art Wasserrutsche, nur ohne Rutsche. Und direkt darunter ist das Raumschiffteil. Dort hat es sich das Raumschiffteil Nr. 23 gemütlich gemacht. Und das müssen wir doch auf jeden Fall ändern. Deswegen sammeln wir es mal so schnell ein, wie es geht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Erstmal, das Raumschiffteil ist da vorne auf dem Dach da. Entweder man landet mit einem Helikopter da oben drauf. Oder, wenn man zu den Babus auf dem Schulhof zählen möchte, hat man ein Motorrad gerade dabei. Stellt das hier so ran. Und kickt es dann um, weil der Franklin springt nicht gerne auf stehende Motorräder, habe ich schon festgestellt. Man kickt es um. Und dann... Gut, das ist ja nur halb umgekickt jetzt, aber... Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Dach. Und ich bin ehrlich mit euch, ich war einfach nur zu faul, mir ein Heli zu holen und habe mir irgendwie nach Alternativmöglichkeiten gesucht. Und das hat so geklappt. Auf jeden Fall auf einem ganz stehenden Motorrad, da wollte er auf jeden Fall nicht draufspringen. Vielleicht habe ich es auch noch nicht ordentlich gemacht. Kann auch sein. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob man auf ein stehendes Motorrad springen kann, wenn es an einer Wand steht. Ich habe es nicht hinbekommen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Fahren wir fort mit dem 24. Raumschiffteil. Das ist auf dem Dach von einem Gebäude, da kommt man aber auch zu Fuß hoch, indem man einfach hier die Treppe nimmt. So, und das ist dann auch schon das Dach. Mehr eine Terrasse, wenn man ehrlich ist. Man hätte ja noch weiter nach oben gekonnt. Aber das Teil ist zum Glück da vorne. Und wenn wir schon mal dabei sind, wenn ihr jetzt bei der ganzen Sucherei mal etwas Leben verloren haben solltet, dann könnt ihr das auch ganz leicht hier wieder auffüllen, denn hier ist nämlich ein Medikit. Nämlich hier unten. Da leuchtet es schon. Weiter geht's mit dem Raumschiffteil Nummer 25. Das haben wir hier. Und das ist hier bei so einem Anwesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier direkt vor diesem Baum. Und da hinten ist übrigens schon wieder ein Medikit, was ich auch schon wieder brauche. Also ich verliere das immer viel zu schnell, das Leben. Das ist sehr schlimm. Es ist Zeit für das 26. Raumschiffteil. Das haben wir nämlich hier. Und das ist hier über diesem Bach. Und dann ist hier nämlich so eine kleine Höhle. Und da drin verbirgt sich das Raumschiffteil. Das Raumschiffteil Nr. 27 kann man sich hier unter den Nagel reißen. Und dann ist es hier direkt neben diesem Teleskop. Das Raumschiffteil Nummer 28 kann man sich hier ernten. Und wieso ernten? Naja, seht selbst. Und dann ist es das vierte Feld von hier. 1, 2, 3 und 4. Und hier dann in der Mitte. Weiter geht's mit dem 29. Raumschiffteil. Das haben wir nämlich hier. Das ist hier in so einem Fluss. Und da vorne ist auch so eine Brücke. Und hier haben wir so ein paar Wasserfälle. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal den Spaß und nutze einfach mal diese naturelle Wasserrutsche. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Das Sammeln ist ja schon langweilig genug. Da kann man sich aber hin und wieder mal einen kleinen Spaß erlauben. So, das war die erste. Und dann ist hier noch ein Wasserfall. Juhu! Und da haben wir das Raumschiffteil.
So, das 30. Raumschiffteil hat es wirklich in sich. Denn wie man sehen kann, sieht man nichts. Ist hier irgendwo in den Bergen. Und ich habe jetzt ewig lang gesucht, um das zu finden, obwohl ich mit einer Karte arbeite, wo das genau eingezeichnet ist. Und da unten ist es. Und hier muss man wirklich aufpassen, wenn man hier zu Fuß runtergehen sollte, muss man wirklich aufpassen, dass man hier nicht den ganzen Berg runterfällt. Also, viel Erfolg dabei. Ist es nicht so, ist wirklich schwer zu finden. Ich fahre ja nochmal runter, um euch vielleicht nochmal einen besseren Blickwinkel zu geben. So sieht das hier aus. Aber ja, viel Erfolg dabei. Ist wirklich nicht leicht zu finden. Jetzt ist das Raumschiffteil Nummer 31 dran. Das kann man nämlich hier bekommen und es befindet sich unter dieser überdachten Brücke. Muss man einfach hier runtergehen. Und direkt hier links ist das Raumschiffteil. Und auch das 32. Raumschiffteil befindet sich in der Nähe von diesem Fluss. Nämlich genau hier. Und ja, dort drüben kann man es schon sehen. Man muss hier halt nur aufpassen, dass man nicht von der Strömung mitgerissen wird. So kann man es natürlich auch einsammeln. Kommen wir nun zum 33. Raumschiffteil. Das haben wir nämlich hier. Und es ist auf der Rückseite von dieser etwas heruntergekommenen Hütte hier. Oder diesem Häuschen, sagen wir es mal so. Dort ist das Raumschiffteil Nummer 34. Und ja, hier hinter diesem Busch ist es dann auch schon. Das Raumschiffteil Nummer 35 ist dort. Und dann ist das hier in dem Garten von diesem kleinen Häuschen hier. Und ich hoffe, die beiden da haben kein Problem damit, dass ich jetzt einmal kurz hier auf den Rasen steige. Na gut, Rasen kann man das ja auch nicht mehr wirklich nennen. Also, wenn das hier so aussieht, dann braucht man eigentlich auch keinen Rasen mehr. Also, naja, gut. Müssen sie selber wissen. Machen wir weiter mit dem 36. Raumschiffteil. Das haben wir nämlich dort. Und das ist hier in dieser Höhle. Und zwar ganz hinten an der Wand. Die Höhle ist aber nicht sonderlich groß, deswegen ist das eigentlich kein Drama. Also einfach nur hier an dem kleinen Felsen hier vorbeischwimmen rechts. Und dann befindet sich das Raumschiffteil unten im Wasser. Kann man ja schon mal abtauchen. Da ist es nämlich. Ja, hier ist das Raumschiffteil Nummer 37. Und wundert euch nicht, was der rote Punkt da bedeutet. Der eine Typ hier scheint hier irgendwie Stress machen zu wollen. Aber den ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt, denn das Raumschiffteil befindet sich hier rechts neben dieser Yacht. Irgendwie will ich ihn ja doch nicht ignorieren. Habe ich ihm glatt die Brille aus dem Gesicht gefetzt, Junge. Oh. Das Raumschiffteil Nummer 38 befindet sich dort. Und dann ist es nämlich oben auf der linken großen Satellitenschüssel. Und dafür muss man einfach hier nur die Leiter hochgehen. Und dann muss man nochmal zwei Treppen erklimmen. Also alles noch im Rahmen hier. So, und jetzt noch die linke Treppe und da oben ist es auch schon. Ja, weiter geht's mit dem Raumschiffteil Nummer 39. Das haben wir dort. Und dann ist es auf der rechten Seite von diesem Felsen hier. Also man muss da einfach nur rechts so ein bisschen entlang fahren. Und dann springt einem das auch schon gleich ins Auge. Jetzt geht es weiter mit dem 40. Raumschiffteil. Das ist zur Abwechslung mal wieder im Wasser. Und das ist hier bei dem Triathlon. Da vorne ist auch der Startpunkt. Und hier auf dem Wasser einfach tauchen gehen. Und da ist dann das Raumschiffteil.
So, das Raumschiffteil Nummer 41 ist jetzt an der Reihe. Es befindet sich nämlich dort. Und ich muss jetzt einfach von hier aus starten, Leute, weil guckt euch das doch mal an. Das ist so eine coole Location. Hier scheinen sich die ganzen Alien-Fans, Theoretiker, Verschwörer zu treffen. Und so ein bisschen zu plaudern. Und ganz da oben auf diesem Hügel dort ist das Raumschiffteil. Beam me up. Hier müsste man sich eigentlich viel mehr Zeit lassen, um sich das hier alles durchzulesen. Aber... naja, was soll man machen? Hier befindet sich das 42. Raumschiffteil. Und dieser Ort sollte einigen von euch bekannt vorkommen, denn hier haben wir in der letzten Folge die Mission Affige Angelegenheit gestartet. Und das Raumschiffteil ist da hinten in dem Schuppen da. Weiter geht's mit dem Raumschiffteil Nummer 43. Das haben wir nämlich hier. Und es befindet sich auf einem Bauernhof. Und zwar zwischen diesen Stellen hier. Fahren wir fort mit dem Raumschiffteil Nummer 44. Es befindet sich hier rechts in diesem Schuppen. Nun kommt das Raumschiffteil Nummer 45. Es befindet sich auf einem Bauernhof, genauer gesagt in dieser Scheune hier. Als nächstes folgt das 46. Raumschiffteil. Und das ist hier bei der Feuerwehrwache, genauer gesagt dort oben in dem Turm da drin. Das heißt für uns jetzt, wir müssen ein wenig Treppen steigen, aber es sind nur zwei Stück, keine Sorge. So, das war die erste und jetzt nochmal die zweite und da drin ist dann das Raumschiffteil. Und dann kann man hier wieder ganz sanft hinausgleiten. Schnappen wir uns das Raumschiffteil Nummer 47. Und dann ist es dort hinten unter dieser Unterführung. Man kann es auch schon erkennen, so ganz leicht. Das Raumschiffteil Nummer 48 wurde hier versteckt. Und dann muss man eigentlich nur dort den Hügel rauffahren oder raufgehen oder drauf landen. Sucht euch irgendwas aus. Denn hier ist auch schon das Teil. Dort befindet sich das 49. Raumschiffteil, auf dieser kleinen Insel hier. Das einfachste wäre jetzt wohl, da mit einem Heli drauf zu landen, aber da ich gerade keinen habe, werde ich da einfach mit einem Motorrad drauf springen. So, hat doch funktioniert. Und zu guter Letzt kommt jetzt das 50. und damit auch letzte Raumschiffteil in GTA 5. Und das hier hat es wirklich in sich. Es ist mit Abstand das am schwersten zu erreichende Raumschiffteil in GTA 5 und das auch aus gutem Grund. Es befindet sich hier unter dieser Brücke, aber nicht einfach so unter der Brücke drunter. Nein, das wäre ja viel zu einfach. Es befindet sich auf dem Bogen drauf. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man landet mit einem Heli geschickt auf diesen Bogen drauf. Da ich aber nicht den kleinsten Heli habe, den es gibt, werde ich das mal nicht machen. Ich werde stattdessen etwas höher steigen und dann versuchen, mit dem Fallschirm da drauf zu landen. Und ich will euch hier auch gar nichts vormachen. Das ist hier jetzt schon mittlerweile mein 6. Versuch. Und ich hoffe, dass der jetzt erfolgreich sein wird. Und ich habe es jetzt schon verkackt, glaube ich. Ich komme da, glaube ich, gar nicht mehr oben ran. Ah, vielleicht doch. Holy... holy shit, war das Glück. Also Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Versuche ihr hier gebraucht habt und wie ihr hier raufgekommen seid. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Naja. Puh.
Das waren sie nun alle. Genau, davon habe ich auch schon gehört. Omega schickt uns eine E-Mail. KBL, wenn du das letzte Teil lokalisiert hast, komme auf dem schnellsten Weg zu meinem Kontrollzentrum, Wohnwagen, im Windpark. Gut, Leute. Dann sehen wir uns gleich dort wieder. So, Leute, da sind wir nun also bei Omega. Also, worauf warten wir noch? Starten wir mal die Mission. Now, what was I doing? It was right here. How am I still tracing? Is that it? No. What am I even looking for? Oh, yes. Wait, no. It'll come to me. Come on, Brain. How long have I been here? I feel weird again. Hey, buddy. Und dann wiederholt sich der Kreis wahrscheinlich. Ah, die Dialoge wollte ich einmal alle mitnehmen. Ich muss nämlich sagen, ich habe eben schon mal diese Cutscene gestartet und aufgenommen. Hab dann aber vergessen, dass eventuell ja noch Dialoge kommen, bevor man ihn anspricht. Und deswegen habe ich nochmal neu geladen. Deswegen wird auch gleich kein Erfolg aufploppen. Also bitte nicht wundern, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. The final piece! I knew you would make it. Come! I have put together this ship to their exact specifications. I got every piece you sent through, except this. Man, you crazy motherfucker. Isn't it incredible? Awesome, dog, but this motherfucker is small. Well, they're small, but very powerful. They're far more evolved than we are. Man, I sure hope the fuck so. See you on the other side, brother. Ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Definitiv. Vielleicht kriege ich es ja nochmal hin, den Erfolg irgendwie einzublenden. Weil aufgenommen habe ich ihn ja. Aber weiß ich nicht, ob ich sowas hinkriege. Naja, ist ja aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall die Belohnung dafür, dass man jetzt die 50 Raumschiffteile gesammelt hat, ist halt entweder, also erstmal der Erfolg, die Trophäe, Gamerscore, wie auch immer, und dieses This I gotta try. Fahrzeug, den Space Docker. Okay, was kann der so? Kann der schießen? Ich glaube, er kann nicht schießen, oder? Nee, scheinbar nicht. Ich habe nur mal gehört, der soll bei Nacht ziemlich leuchten. Das würde ich mir eigentlich schon mal ganz gerne anschauen. Also würde ich sagen, ich fahre einmal ins Versteck. Und, beziehungsweise, nee. Doch, ich fahre zum Versteck. Dann schlafe ich ein paar Mal oder einmal oder zweimal, je nachdem, damit es halt dunkel wird. Und dann schauen wir uns einmal an, wie das Fahrzeug aussieht im Dunkeln. Und dann bringe ich es ganz behutsam in die Garage und dann kann es auch nicht kaputt gehen. Okay, bis gleich. Okay, wir haben jetzt 21.55 Uhr und ja, es ist dunkel genug jetzt. Wir schauen uns mal an, wie das Baby jetzt am Leuchten ist. Oh mein Gott. Auch das Licht hier, das grüne Alien-Licht. Heilige. Ich muss schon sagen, das ist schon eine ziemlich geile Belohnung eigentlich. Wenn das jetzt noch schießen könnte, so Laserschüsse abgeben könnte, das wäre, dann wäre es wirklich Endlaser. Aber auch so ist es natürlich ziemlich cool. Was ich eben auch noch festgestellt habe, weil ich ein bisschen rumgespielt habe mit dem Auto, ist die Hupe. Einmal so, dann. So. Und.
Das auch noch. Also drei verschiedene Hupen. Vier sogar, glaube ich. Und es hat auch noch ein Alien, also gibt so Alien-Geräusche von sich beim Beschleunigen. Das können wir uns auch nochmal anhören. Ja. Okay. Wollte ich euch noch einmal gezeigt haben. Dann fahre ich das Ding jetzt wieder in die Garage zurück. Und dann wäre es das soweit eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen oder unterhalten oder beides. Wie auch immer. Ich bin jetzt prozentual gesehen bei 79,2%, falls euch das interessieren sollte. Und na komm, ich nehme euch jetzt nochmal mit, wie ich das da reinstelle. Und dann haben wir das auch. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal.